Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge. Der heutige Fall hat es richtig in sich. Wir haben den Ober- und Unterkiefer einer lieben Patientin endlich wieder richtig neu versorgt. Dabei ging es gar nicht so sehr um die Ästhetik, sondern erstmal um die Funktion, aber mit einem tollen ästhetischen Ergebnis. Viel Spaß mit dieser extrem spannenden Folge mit einem super guten Komplett-Makeover. Ja, ich habe es im Intro schon angekündigt. Heute haben wir einen richtig heftigen, interessanten und auch spannenden Fall für euch. Schaut euch das Bild des Ausgangszustandes an, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, ihr seht es, da ist jede Menge los, da gab es richtig viel zu tun. Das war eine super liebe Patientin aus unserem Patientenbestand, langjährig bei uns schon Patientin in der Praxis, bei der sich tatsächlich nicht aus kosmetischen und ästhetischen Gründen der Behandlungsbedarf ergeben hatte, sondern weil wir einfach dringend etwas tun mussten, weil wir sonst riskiert hätten, dass Zähne in absehbarer Zeit hätten entfernt werden müssen oder verloren gegangen wären. Was war das Problem bei diesem Fall hier vor allen Dingen? Man sieht es schon oder man ahnt es schon, wer etwas tiefer drin ist im Thema. Wir hatten hier ein massives Abrasionsgebiss vorliegen. Das heißt, die Patientin knirscht, arbeitet sehr, sehr stark mit den Zähnen und das ja ihr ganzes Leben schon. Und das führt dann tatsächlich zu einem Ausgangszustand, wie wir es hier sehen. Die Zähne haben also teilweise massivst an Substanz eingebüßt, insbesondere die Oberkieferfrontzähne sind im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auf teilweise deutlich weniger als die Hälfte ihrer Grundsubstanz geschrumpft, muss man wirklich sagen, sodass hier wirklich auch echt Not am Mann war und wir zwingend handeln mussten, um ja noch Schlimmeres zu vermeiden und dem vorzubeugen. Ein Problem bei so massiven Abrasionsgebissen ist unter anderem auch, dass sich natürlich durch das Abarbeiten der Zahnhartsubstanz, die schützende Substanz, die den Zahnnerv, die Nervkammer umschließt und schützt, natürlich auch dann sukzessive verringert, sodass wir ab einem gewissen Punkt auch immer Gefahr laufen, dass durch diese Abrasion, durch das Zähneknirschen eben irgendwann vielleicht auch der Zahnnerv freigelegt wird, was dann natürlich, man kann es sich vorstellen, zu erheblichen Problemen führen kann. Was ebenfalls dann auch den Behandlungsbedarf natürlich mit sich brachte, war die Situation, dass wir hier viele einfach unschöne Zahnhaltsfüllungen in den Oberkieferfrontzähnen vorhanden hatten, die einfach auch nicht mehr gut ausschauten. Es war alter Zahnersatz vorhanden, wo viel von der Keramik abgeplatzt war. Also es gab wirklich rundherum viel zu tun und es galt tatsächlich, Oberkiefer und Unterkiefer komplett neu zu versorgen. Für so ein Komplett-Makeover brauchen wir natürlich viel Planung und eine gute, dem Ganzen zugrunde liegende Überlegung, was wollen wir machen und was ist der Weg. Hier galt es also, den Biss wieder anzuheben, um Platz zu schaffen, damit wir die Zähne wiederherstellen können. Das war so das Hauptaugenmerk. Das Ganze sollte dann passieren über Brücken und über Kronen, um das wirklich dann griffig zu machen, ästhetisch zu machen und auch funktionell vor allen Dingen richtig wiederherzustellen. Vor einiger Zeit haben wir euch schon mal einen anderen Fall gezeigt, auch eines massiven Abrasionsgebisses, was wir versorgt haben. Hier haben wir es ähnlich gemacht. Wir verlinken euch das hier oben nochmal. Dieser Patientin haben wir im Vorfeld noch eine Schiene hergestellt, mit der schon mal die Weichgewebe auf diesen Prozess der Bissanhebung vorbereitet werden. Das heißt, das Kiefergelenk muss sich daran gewöhnen, dass demnächst wieder mehr Platz ist zwischen Ober- und Unterkiefer und auch die Muskulatur muss das erstmal mitmachen. Und dafür ist so eine Schiene mal sehr hilfreich, die dann eine ganze Weile von der Patientin getragen wurde, damit eben der ganze Kauapparat, nenne ich es mal, das Kiefergelenk und die Kaumuskulatur darauf entsprechend konditioniert waren. Da wird etwas kommen, es wird sich etwas verändern. Des Weiteren, bei so einem komplexen Fall machen wir es natürlich immer, dass wir dann auch den Oberkiefer und Unterkiefer vorher nochmal abformen. In diesem Fall haben wir das digital erbracht, damit wir im Vorfeld schon anhand der Ist-Situation überlegen können, wo soll die Reise hingehen, wie viel können wir erhöhen, wie viel müssen wir erhöhen, wie viel Substanz brauchen wir, wie viel Substanzabtrag brauchen wir vielleicht an einigen Zähnen, um eben diese ganzen Kronen, diese ganzen Brücken einsetzen zu können, dass trotzdem alles nachher nicht nur funktionell, sondern auch ästhetisch ansprechend funktioniert und gut aussieht. Einer großen Vorbehandlung bedurfte es abgesehen von der Schiene sonst bei dieser Patientin nicht, sodass wir dann, nachdem diese Schiene dann eine ganze Weile getragen wurde, auch in die Behandlung direkt einsteigen konnten. In zwei Sitzungen wurden dann die Zähne des Ober- und Unterkiefers alle für die Kronen und Brücken beschliffen, Abdrücke genommen und die Patientin mit einem von uns erstmal direkt am Stuhl gefertigten Provisorium versorgt. Ja, durch die Abdrücke, die wir dann
am Ende dieser beiden Sitzungen hatten, konnte das Labor da Modelle herstellen, auf denen dann weitergearbeitet wird. Das heißt, die späteren Versorgungen werden dort gefertigt, aber auch hier haben wir wieder laborgefertigte Provisorien hergestellt, die wir dann eingetauscht haben gegen die von uns gefertigten, weil diese, wie ihr wisst, deutlich haltbarer, deutlich belastbarer sind und weil wir damit wirklich gut ausprobieren können, wie passt die ganze Optik, die wir für die Patientin angedacht haben, zur Patientin, wie fühlt sie sich wohl damit und vor allen Dingen auch, ja, wie klappt das mit dem Kauen, wie klappt es mit dem Beißen, ist der Biss griffig, so wie wir das machen wollen oder müssen wir dort auch noch feinjustieren, nachjustieren, etwas ändern im Prozess der Herstellung der fertigen Arbeiten. Ja, und nachdem dann die laborgefertigten Provisorien eingesetzt wurden und wir dann von der Patientin die Rückmeldung bekommen hatten, ja, ich gefalle mir zum einen optisch damit, mit dem, was geplant ist, als auch funktionell funktioniert das sehr gut für mich, der Biss ist stimmig, griffig, fühle mich wohl, ich komme damit gut zurecht, es tut nichts weh, ich habe keine Störfelder, Störpunkte. War klar, genauso können wir es dann auch in die eigentliche, die definitive Versorgung überführen und das haben wir dann getan. Und hier seht ihr dann das tolle Endergebnis, eine Riesenveränderung, wie ich finde. Wenn man schaut, wow, es hat sich so viel getan, unglaublich. Alles ist wieder schön harmonisch, wir haben wieder richtig tolle Zahnlängen, die Zähne sind wieder da, wo vorher wie ich ja fast alles gefehlt hatte. Wir haben eine tolle Zahnfarbe, wir haben also gegenüber der sehr, sehr dunklen Grundfarbe, die vorher vorhanden war, haben wir wieder richtig zwei, drei Schippen draufgelegt, haben also eine schöne helle Farbe gewählt. Die Zahnformen, wie gesagt, sind wieder passend, die Proportionen sind wieder passend und was fast noch wichtiger war, wir haben auch wieder einen richtig schönen, griffigen Zusammenbiss. Die Zähne funktionieren wieder richtig zusammen. Wo vorher nur noch glatte Flächen gewesen sind im Großen und Ganzen, haben wir jetzt wieder richtig ja, Kauflächen, die eben auch viel besser fähig sind, Nahrung zu zerkleinern, Essen zu zerkleinern, also sprich das Kauen funktioniert auch gleich wieder ganz anders. Ja, und dann lasst uns noch einmal drauf schauen, wo kommen wir her und wo sind wir hingekommen. Gerade bei diesem Fall finde ich es wirklich spannend und auch heftig, was sich getan hat und ja, wie viel wir doch mit einer zwar sehr umfangreichen, aber doch irgendwo überschaubaren Lösung doch bewerkstelligen konnten. Wenn man sich das im Vorfeld anschaut, ja, wie stark abradiert die Zähne waren, wie die Zahnfarbe war, wie alles insgesamt wirkte und auch nicht mehr wirklich funktionierte. Und wenn man das dann vergleicht mit dem, was wir dann letzten Endes eingesetzt haben, wie toll das aussieht und dass es dazu auch noch sehr gut funktioniert hat für die Patientin, dann ist das einfach auch für uns als Praxis unglaublich zufriedenstellend, wenn wir wissen, ja, dass die Patienten glücklich sind. Und das war hier tatsächlich extrem der Fall. Die Patientin war super happy mit ihren neuen Zähnen und war wieder richtig fähig zu strahlen. Und glücklich. Wenn das auch für dich interessant war oder interessant sein könnte, dann komm gerne auf uns zu, buch einen unverbindlichen Erstbesprechungs-Kennenlerntermin für eine Ästhetikberatung und wir schauen, was für dich deine passgenaue Lösung ist, um für dich dein perfektes Smile, dein Wunschlächeln zu zaubern, mit dem auch du richtig glücklich werden kannst. Bis zum nächsten Mal.